Von der Hauptquelle im Langen Bruch fließt die Elbsche zunächst durch ein kleines Waldstück, durchschneidet eine Wiese, macht einen Bogen und unterquert die Wacholderstraße. Nun folgt eine erste, spannende, urwaldähnliche Szenerie auf etwa 500 Metern Länge durch unwegsames Gelände. Am Schalthaus erreicht die Elbsche den Albringhauser Ortskern. Auf den nun folgenden 1,5 Kilometern bildet die Elbsche die Stadtgrenze zwischen Witten und Wetter. Schon bald unterquert sie Wengerns Wahrzeichen, das Elbsche Viadukt. In der Kriegschronik von Gustav Ebert, damals Stadtinspektor in Wetter, steht zu lesen, Zitat, am 5. November 1940 hatte die Ruhr Hochwasser infolge mehrtägiger Regenfälle. Auf den Wiesen der Nachbargemeinden Volmerstein und Wengern sollen einige Kühe ertrunken sein. Zitat Ende. Und im Sommer 2021, am 14. Juli, gab es wieder ein Jahrhundert Hochwasser. Elbsche und Ruhr stiegen im Zeitraffertempo. Dabei wurden mindestens die alten Höchststände erreicht, eventuell sogar übertroffen. Über Ruhr und Rhein wird das Elbsche Wasser irgendwann die Nordsee erreichen.